Das ist super, weil wir haben keinen Informationsverlust. Wir haben keinen Medienbruch. Wir haben stringente Prozesse. Und wenn wir eine gute Kommunikation haben, dann haben wir verstanden, was der Kunde will und wir können es bedienen. Aus einem System, ohne irgendwelche Brüche. Unsere Mission ist das Thema Liquidität. Die Zeiten, wir haben 10% Inflation. Das, was uns 23 erwartet, ist jetzt auch nicht nur rosig. Es gibt also viele Themen, über die wir sprechen sollten. Ganz kurz ein kleines bisschen was zu uns. Ich sage immer, Liquidität ist der Kraftstoff deines Unternehmens. Wie wäre es, wenn wir mal kurz volltanken? Du kannst das schönste Auto haben, wenn der Tank leer ist, dann sieht es toll aus, aber du kriegst die Karre nicht bewegt. Das ist irgendwie für einen Eimer. Und wenn du kein Geld auf deinem Konto hast, dann kannst du keine guten Entscheidungen treffen, dann bist du nicht beweglich, das engt dich ein. Da müssen wir ran. Also, einmal volltanken. Wir sind der Liquiditätsbeschaffer. Was meine ich damit? Wir haben drei maßgebliche Ansätze, wie wir Liquidität in die Unternehmen bringen. Der erste Ansatz ist das Thema rund um Payment. Also alle Formen von Payment-Abwicklungen rauf und runter. Wir sind Payment-Service-Provider, bieten 200 Zahlarten an. Also alles das ganze Thema rund um Processing. Das zweite Thema ist, Forderungen zu realisieren. Eine Forderung fängt vorne an bei der Rechnung. Das heißt, das ganze Thema rund um Billing, das kaufmännische Mahnwesen, aber auch das Thema Inkasso, Titulierung, Zwangsvollstreckung, Langzeitwachen. Auf der gesamten Strecke geht es darum, dass die Umsätze, die ihr macht, nicht nur Umsätze sind, sondern tatsächlich auch in Liquidität umgewandelt wird. Umsatz ist Geld in den Büchern, Liquidität ist Geld auf dem Konto. Wir sind ein White-Label-Spezialist. Was heißt das? Wir machen viele Sachen für unsere Kunden im CI der Kunden, treten also dort gar nicht in Erscheinung. Wenn man uns nicht bemerkt, dann haben wir unseren Job gut gemacht. Wenn wir über das Thema Liquidität sprechen, dann müssen wir darüber sprechen, an welchen Baustellen gibt es das noch. Es gibt eine dritte Variante und das ist das Thema Factoring. In der Sekunde, wo wir über Factoring sprechen, bringen wir frisches Kapital in die Unternehmen und finanzieren den Umsatz vor. Kommen wir aber nachher auch nochmal zu. Das sieht spannend aus. Ein ganz kurzer Auszug aus der Unternehmensgruppe. Was machen wir eigentlich? Das bildet so ein kleines bisschen ab, die Prozesse. Vorne das Thema Bonitätsauskunft, Betrugsprävention. Dann haben wir das Thema Payment, Factoring, Ratenfinanzierung, Billing, Debitormanagement. Also die gesamte Strecke und wir sind sehr, sehr stark in IT, denn das, was wir dort prozessen an Volumen, das geht in hohe, hohe Schlagzeilen. Um mal eine Zahl zu nennen, wir verschicken im Monat zwischen 350 und 400.000 Mahnungen. Also da bewegt sich ein bisschen was. Ja, Undercover Champ, was heißt das genau? Wir machen beispielsweise für Unternehmen wie Doc Morris das Thema Forderungsmanagement. Wir tauchen dort aber nicht wirklich auf, erst ganz zum Schluss. Genauso auch wie beispielsweise für die LogPay. LogPay ist auch einer von diesen Undercover-Champs. Die machen Parkraumbewirtschaftung, die machen Maut, die machen Mobilitätskonzepte. Die machen aber zum Beispiel auch Mobile Ticketing. Also wenn wir über Städte sprechen wie Hamburg, Berlin, München, Köln, Bonn, Stuttgart, wann immer ihr dort mit dem Handy über eine App ein Ticket bucht, landet ihr irgendwann bei uns. Ich bin mir ganz sicher, ein Großteil von euch hat irgendwann schon mal was mit uns zu tun gehabt. Mal kurz Hand hoch, wer kennt uns, diagonal schon mal gehört? Sehr schön. Wir haben sehr, sehr interessante Partnerschaften. Coopcard ist eine solche davon. Warum ist das interessant? Weil Partner, wenn sie sich gut austauschen, die Kommunikation ist immer die Basis, sich exzellent unterstützen können. Kommen wir gleich nochmal zu, warum das so furchtbar wichtig ist. Wenn wir uns partnern, dann brauchen wir als nächstes oder als allererstes mal das Thema Vertrauen. Wenn ich meine Bedürfnisse nicht artikulieren kann, dann kann der Partner nicht gut funktionieren. Eigentlich ganz normal, ist aber wie in jeder Beziehung nicht immer einfach, weil Kommunikation so furchtbar schwierig ist. Der eine ist nicht in der Lage zu artikulieren, was er gerne möchte, der andere versteht dann das ein bisschen anders. Also ein guter Austausch ist die Basis. Wenn das aber machbar ist, dann wächst Vertrauen. Und aus dem Vertrauen wird dann eine sehr, sehr gute Kommunikation. Das ist also ein interessanter Wechselprozess dazueinander. Ja, was nutzen wir? Wir nutzen crossmediale Ansprachen in allen Varianten, ob das jetzt E-Mail, Brief, SMS, WhatsApp, Chat, Telefon. Wie wir am Ende des Tages mit den Kunden unserer Kunden interagieren, ist gar nicht entscheidend. Was viel, viel, viel wichtiger ist, dass wir mit denen interagieren.
Was wir also versuchen ist, dass wir ihm sein Komfortmedium anbieten, damit er in einen Dialog einsteigt. Wenn wir also beispielsweise mal über die Sparte Inkasso sprechen, dann geht es darum, dass der Mensch aus welchen Gründen auch immer bis hierhin nicht bezahlt hat. Nehmen wir mal die schweren Fälle, die Betrüger nehmen wir mal außen vor. Das bedeutet, es gibt einen Grund, das ist in der Regel eine fehlende Information. Und wenn wir wissen, welche Information ihm dann fehlt, dann können wir dialogisch herausarbeiten, was denn das Problem ist. Jetzt haben wir den Vorteil, alle zahlungsgestörten Forderungen dieser Kunden laufen ja bei uns spitz zusammen. Das heißt, wenn ich immer wieder die gleichen Meldungen aus der Kundschaft kriege, dann erkenne ich, wo im Prozess bei ihm der Bug ist. Also auch da sind wir wieder bei dem Thema Kommunikation und Rückmeldung und können darüber interessante Impulse geben auf die Qualität des Produktes unserer Kunden. Und Produkt ist eigentlich die gute Überleitung zu den Punkten, auf die es wirklich ankommt. Produkt ist alles, was der Kunde von euch bekommt. Also, ihr verkauft ein Produkt, das ist schön. Dazu gehört aber auch die Ansprache, dazu gehört die Abwicklung, dazu gehört der Payment-Prozess, dazu gehört die Kommunikation vor der Rechnungsstellung, dazu gehört das Aftercare. All das ist das Produkt, was der Kunde von euch bekommt. Wenn ihr Händler seid, dann ist nicht die verschickte Kiste das Produkt, sondern alles, was er von euch bekommt. Wenn ihr ein gutes Produkt habt, und da müsst ihr hin, dann könnt ihr richtig toll skalieren. Da kommen wir nachher nochmal drauf, wo da der Hebel ist. Aber wir werden immer wieder darauf zurückkommen, wir brauchen als allererstes ein super Produkt. Bei dem Thema Partnerschaften, der zweite Fokus, geht es darum zu gucken, was will ich und was kann ich. Also, nehmen wir ein Beispiel. Betriebsprüfung. Ist jetzt nicht so mein Spezialfall, liebe ich jetzt nicht so besonders, aber mein Steuerberater, der steht da drauf. Der hat seinerzeit die Entscheidung getroffen, ich möchte gerne Steuerberater werden, ich möchte mich mit diesem Thema auseinandersetzen und der ist, weil er sich dafür entschieden hat, viel, viel besser als ich natürlich. Er ist also kompetenter, er ist schneller und er ist im Ergebnis viel günstiger, als wenn ich das selber mache. Von den Fehlern wollen wir gar nicht sprechen, die sind noch zusätzlich teuer, aber das ist einfach der Ansatz. Wenn wir uns angucken, was wir auf unserer Strecke haben, dann sprechen wir über die gesamte Strecke entlang des Debiturenprozesses. Ganz vorne haben wir die Geschäftsanbahnung, Bonitätsprüfung, dann haben wir ein bisschen Betrugsprävention, dann haben wir den Billing-Teil, dann haben wir das kaufmännische Mahnwesen. Das sind alles Dinge, die könnt ihr selber machen, super, wenn ihr die Systeme habt. Jedes Shop-System kriegt heute eine Rechnung raus, das ist überhaupt gar kein Thema. Der Punkt ist, dass wenn die Rechnung draußen ist, dass alles, was dann kommt, im Rahmen eines Prozesses perfekt sein muss. Produkt ist Umsatz, Prozess ist Liquidität. Also die Perfektion im Prozess beschreibt letztlich die Liquidität. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Deswegen haben wir auf der einen Seite die erste Hürde und die gute Basis. Umsatz ist Produkt, das heißt, wir brauchen ein gutes Produkt, alleine auch schon, um skalieren zu können, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite brauchen wir die Perfektion im Prozess, wenn es um das Thema Liquidität geht. Nehmen wir ein ganz simples Beispiel. Ich habe vorhin gesagt, aus jedem Shop kommt heute eine Rechnung raus. Das ist normal, das ist Kindergeburtstag. Es geht aber nicht nur darum, die Rechnung rauszubekommen, sondern es geht auch darum, diesen Prozess zu Ende zu begleiten. Ein Beispiel. Wer von euch hat eine E-Mail-Adresse, die er nutzt für Bestellungen, wenn er online bestellt, damit er eben keine Spam-Werbungen, also Gedöns kriegt? Geht mir ganz genauso. Was mache ich mit dieser E-Mail-Adresse? Gar nichts. Das heißt, wenn ich also dort etwas bestellt habe und die Rechnung hinterher dorthin geht, was mache ich mit der Rechnung? Gar nichts. Soll heißen, wenn wir innerhalb von 48 Stunden die Rechnung nicht geöffnet haben, haben wir eine Wahrscheinlichkeit von 80%, dass es hier zu einer Zahlungsstörung kommt. Das ist aus dem Film, aus dem Mind und das wiederum bedeutet, wir müssen hinterhergehen. Heute ist es überhaupt kein Problem zu erkennen, ob jemand die Rechnung geöffnet hat oder nicht. Wenn wir also wissen, dass er sie nicht geöffnet hat und wissen, dass wir auf 80% laufen, dass er die nicht rechtzeitig bezahlt,
Was können wir tun, um das positiv aufzuladen und ihn trotzdem dahin zu begleiten? Wir könnten ihm zum Beispiel einen Brief schicken. Wir könnten ihn fragen, ob der Prozess in Ordnung war oder ob er mit der Leistung zufrieden ist, ob das alles so gepasst hat. Keine Mahnung, die ist noch nicht mal fällig. Das ist proaktiv. Wir holen ihn vorher ab und geben ihm den Impuls, Achtung, da passiert noch was. Wenn wir also in unserem Aftercare sind, können wir durchaus Bezug nehmen nochmal auf die Rechnung. Die ist übrigens dann und dann fällig. Dann hat er einen Reminder, aber er hat nicht den erhobenen Zeigefinger. Es ist keine Mahnung. Die ist, wie gesagt, noch nicht fällig. Aber wir greifen schon vorweg, weil wir schon wissen, was passieren wird. Also insofern ist das Thema Rechnungsstellung, ja, jeder Shop kriegt die Dinger raus, aber damit ist es eigentlich nicht getan. Wenn also die Gelder reinkommen, die verbucht werden, alles tut die. Aber wenn ihr dort Fälle habt, die eben nicht realisiert werden, in der Erstansprache, ohne Mahnung, dann einmal darüber nachdenken. Sind wir nochmal bei den Erwartungen und Bedürfnissen. Das Thema Kommunikation ist einfach elementar. Hast du eine gute Vertrauensbasis, dann öffnest du dich. Dann sprichst du aber auch über deine Ängste. Dann sprichst du über deine Sorgen und über deine Hoffnungen. Wenn du mit einem Partner darüber sprichst und sagst, Mensch, ich würde gerne nach Frankreich expandieren, aber ich weiß nicht so genau, was mich da erwartet. Und du hast einen Partner, der hat da drin Erfahrung, dann lässt er dich daran teilhaben. Dafür musst du ihm aber deine Ängste mitgeben. Es ist also keine Schande, darüber zu sprechen, dass man Erwartungen und auch Ängste hat. Wenn ihr die artikuliert, hey, kein Thema. Wenn ihr die nicht artikuliert, dann lauft ihr gemeinsam dahin, obwohl der andere es doch schon weiß. Also sprecht miteinander. Prüft vor allen Dingen die Partnerschaften. Prüft vorher idealerweise an Referenzen, mit wem ihr euch einlasst. Wer ist das überhaupt? Hat der Erfahrung oder ist er nur ein Blender? Ist das jemand, der sich gut verkaufen kann? Auch gut, der hat bestimmt auch für andere Themen eine Kompetenz, aber eventuell nicht an der Stelle. Wenn wir darüber sprechen, dass Partnerschaften uns helfen sollen, uns entlasten sollen, dann spreche ich gerne von der 90-Grad-Falle. Was will ich damit sagen? Wir haben hier einen Winkel von 90 Grad. Unser Ziel liegt hier oben. Unterstellen wir mal, dass ihr für jedes Genre den perfekten Partner habt, den Marktdominanten, jemand, der sein Geschäft wirklich gut versteht. Dann spricht aber dieser Profi mit euch immer nur in dieser Richtung. Der Profi spricht in der Regel nicht mit diesem Profi. Das heißt, alles läuft hier unten durch euren Filter. Und das ist nicht eure Kompetenz. Dafür habt ihr ja den Profi. Das heißt, wenn ihr partnert, dann sorgt dafür, dass im besten Fall auch die miteinander sprechen. Denn alles, hier, was hier unten passiert, das ist am Ende des Tages ein Filter, der Erwartungen und Bedürfnisse rausnimmt. Denn wenn der sagt, ich brauche X und Y als Voraussetzung, damit der einen guten Job machen kann, ja, super. Aber wenn es bei euch hängen bleibt, hilft es euch nichts. Jetzt passiert Folgendes. Wir haben also diese 90 Grad. Die drei haben es im besten Fall verstanden. Der schießt so ein bisschen in die Richtung und der schießt so ein bisschen in die Richtung. Wenn es also gelingen soll, dass die alle in die gleiche Richtung gehen, dann holt die an einen Tisch. Noch besser ist, versucht möglichst viele Themen in eine Hand zu legen. Warum ist das so wichtig? Weil wenn diese zwei sich verstehen, dann ist dieser Strang komplett bedient. In der Regel wissen die ja voneinander, was die jeweils andere Partei üblicherweise braucht. Dafür müssen sie sich aber austauschen können. Wenn es euch gelingt, möglichst viele Dinge in eine Hand zu geben, müsst ihr genau prüfen, ob die Kompetenz des Partners ausreicht, um das alles zu bedienen. Wenn das aber der Fall ist, dann habt ihr alle, die in eine Richtung schießen. Soll heißen, in unserem Fall, auch mit unserer Gruppe, wir haben es aus einem System. Das ist super, weil wir haben keinen Informationsverlust, wir haben keinen Medienbruch, wir haben stringente Prozesse. Und wenn wir eine gute Kommunikation haben, dann haben wir verstanden, was der Kunde will und wir können es bedienen. Aus einem System, ohne irgendwelche Brüche.